Der Daniel ist da, hallo. Hi. Jedes dir? Bestens, bestens. Was hast du heute so vor hier? Och, ein bisschen schauen, ein bisschen saufen, ein bisschen lustige Leute treffen, aber nicht tätowieren lassen. Ah, das wollte ich gerade fragen, warum nicht? Auf Conventions ganz ungern, also wenn, dann vielleicht spontan was ganz Kleines, aber eigentlich ganz ungern. Also ich brauche da wirklich Ruhe dafür, dass keiner sieht, wie es weh tut und so. Also du bist dann eher so in deiner eigenen Welt, wenn du tätowierst? Welt. Also ich brauche da keine tausend Menschen um mich herum. Was machst du denn? Dann hörst du dann Musik oder redest du mit dem Tätowierer schon nur mit sonst keinem oder wie machst du das? Nee, weder noch. Also ich bin dann eigentlich wirklich so, ich brauche meine Ruhe. Ich bin mich gekehrt und mit dem Tätowierer auch nicht reden, also ganz eigene Welt dann. Ja. Aber was? Ich dachte, zwar kleine Sachen habe ich auch schon machen lassen. Was war? Glaube ich, habe ich machen lassen. Ja, das ist aber auch schon was, ne? Ja, aber ich wusste ja vorher nicht. Es war das erste Mal, dass ich mich habe in der Hand tätowieren lassen. Und was war dein allerlängstes Tattoo, also dein längster Tattoo-Termin? Oh, das muss schon sehr lange her sein, weil das würde ich heute nicht mehr aushalten. Das waren 5 Stunden. 5 Stunden? Ja. Und was war das? Das war auf dem Rücken, war das. Und was? War es ein Gesamtkunstwerk, also unter anderem Dieter von These, Porträt von ihr. Hat wahrscheinlich am längsten gedauert. Ja, und viel Schnörkel drumherum noch. Ja. Ja. Und bist du da immer zum gleichen Tätowierer gegangen jetzt für deine Tattoos? Nee, also ich glaube, ich war insgesamt schon bei 14 Tätowierern. Denkt man gar Aha. nicht. Denkt man gar nicht, aber ja, es hat sich immer so ergeben. Ist zum einen gegangen, der ist dann umgezogen. Der andere hat dann auf einmal eine riesige Warteliste gehabt und wie das Leben so spielt. Aber gut waren sie alle zum Glück. Sehr gut. Aber du hast eigentlich alles in Schwarz-Weiß, oder? Nee, ich habe auf dem Rücken teils farbig ein bisschen. Also farbige Schwalben, ich glaube ein paar Sterne und sowas. Das Weinglas von Dieter von Thees ist, glaube ich, rot, ja. Ja. Glaubst du? Man sieht seinen Rücken mal so sehr. Rücken ist, ja. Das kann man ja auch mal nachgucken, wenn man möchte, auf deinen rote Bildern. Lippen, rote Lippen hat sie, ja. Oh ja, das ist ein schöner Effekt bestimmt. Kann man auf deinen Bildern mal bestimmt nachgucken. Ne? Du machst ja auch immer sehr sexy Bilder. Na ja, das war früher. Da war ich ja? Junge, brauchte das Geld, heute mehr angezogen, seriös. Machst du keine Shootings mehr? Doch, klar. Ah, ich wollte gerade sagen. Aber jetzt nicht mehr so. Ja doch, ich mache schon auch noch oben ohne, aber sexy ist es nicht mehr so. Nur noch seriös. Ja, wieso? Da sind doch auch immer nette Frauen mit auf den Bildern. Ja gut, aber ich werde immer älter. Ja, das macht ja nichts. Nee, hast du recht. Nee, ich. Ein bisschen Abwechslung. Ja. Hast du denn dieses Jahr schon irgendwelche Shootings geplant, über die du was erzählen willst? Oder ist das noch geheim? Planung ist eigentlich nichts. Oft vieles ist spontan und ich bin nicht so der Planungsmensch. Also innerhalb von Wochen ergibt sich das dann vor ein paar Tagen. Innerhalb von ein paar Tagen hatte ich letzte Woche bei meinem Shooting für King Kerosin, nach 8 Jahren mal wieder. Also ist nicht so, was ich sagen könnte, in 2-3 Monaten habe ich ein Shooting. Ja. Also man hat vielleicht mal ein paar Sachen im Kopf, aber generell ist alles bei mir spontan. Ja. Wie machst du das mit deinem Tattoo-Termin? Machst du auch Walk-ins oder planst du da auch schon etwas länger? In den letzten Jahren ist es immer spontan. Und? Sind das dann Motive, die du dir schon vorher überlegt hast oder ist das Motiv dann spontan? Ja gut, der Platz wird langsam weniger bei mir, deswegen, also das muss dann spontan kommen, ja. Also ich habe mich früher dann Stunden, Tage lang da hingesetzt und gedacht, was machst du da jetzt? Und jetzt denke ich einfach, der erste Gedanke ist der beste. Ja, da fährt man meistens auch ganz gut mit. Aber hast du dich denn dann schon mal geärgert im Nachhinein? Sagen wir es mal so, ich bereue keins von meinen Tattoos, aber jetzt im Nachhinein gibt es sicher Sachen, die würde ich jetzt anders machen. Theoretisch würde ich mir sogar am liebsten alle wieder wegmachen lassen und komplett neu wieder machen lassen. Also wie so ein Neutapezieren. Geht natürlich nicht, aber die Tattoos gehören ja alle zu mir, also ich bereue keins. Auch dein allererstes? Mein allererstes? Das ist eins von denen, also das ist mein erstes, ich liebe es, aber ich würde es heute nicht mehr so machen. Aber ich denke, es ist bei jedem ersten Tattoo so. Und was war das und wann? Das war das hier. Das also war traditionelles. Da war ich, ja, vor 20 Jahren. Ja. Ja, aber die sind alle miteinander schön verbunden. Ja, das kann man mit dem Schwarz-Weiß auch ganz gut. Deswegen ist es, das sieht man, dass ich bei so vielen Tätowierern schon war. Ja, so gemischt. Was hast du denn so auf dir verewigt? Also hast du irgendwelche Aussagen oder Wesenszüge verewigt oder sagst du auch manchmal, sieht einfach geil aus und ich will es haben? Ach, sowohl als auch. Also hauptsächlich würde ich es mal mit Musik verbinden, Rock'n'Roll, Rockabilly, was mein Lebensstil ist, meine Lebenseinstellung und da habe ich jetzt halt Elvis und Gene Vincent und alles, was mit Rock'n'Roll zu tun hat. Adriano Celentano und Johnny Cash, das habe ich alles an meinem Körper verewigt. Mhm.
aber auch Sachen, wo eigentlich sagt man, ich finde es einfach nur geil. Ja. Das sind nur Sachen. Machst du selber auch Musik? Ich lege hin und wieder mal Platten auf, aber selten. Aber dann auch Rockabilly in die Richtung? Ja, klar. Ja? Also ich bin nicht so der Techno-DJ oder so. Also nee, schon Rockabilly. Also die Musik, die ich liebe, die lege ich auch auf, ja. Und was machst du hauptberuflich, wenn ich fragen darf? Ich arbeite in einem Chemiewerk. Ah. Ja, Schichtarbeit und so weiter. Also das Modeln ist es nicht so das Große hier. Das machen ja die meisten nebenbei. Ja, das ist richtig. Das ist der Ausgleich. Ich mache das ja schon seit vielen Jahren. Klar verdient man auch mal Geld damit, aber... Ja. Aber auf der Arbeit, ist das ein Problem mit den Tattoos, oder? Das ist kein Problem. Überhaupt kein Problem. Also, ich muss da Schutzausrüstung tragen, wie jeder andere auch. Also, hab da nichts mit Kunden am Hut. Ich muss da nur meine Arbeit machen, die mache ich gut und der Rest interessiert mich. Ja, so sollte es auch eigentlich sein, ne? Aber es ist ja sowieso, dass es immer besser wird jetzt mit dem Ansehen der Tattoos, sage ich mal. Ja, es gibt definitiv besser als vor vielen Jahren noch, aber so tolerant wahrscheinlich auch noch nicht. In gewissen Berufen. Ja. Wie ist denn deine Meinung zu Gesichtstattoos? Kommt drauf an. Also wie in allen Tattoos gibt es gute und schlechte. Gesichtstattoos sollte man sich schon richtig gut überlegen, klar. Ja. Wie ich schon gesagt habe, der Platz geht auch immer mal aus. Also da denkt man natürlich irgendwann mal über das Gesicht nach. Ja, und? Zu welchem Schluss bist du bis jetzt gekommen? Das wäre halt wahrscheinlich auch eine Sache, die müsste dann ganz spontan passieren. Ja. Könnt ihr mal nach Tipps fragen. Also wenn euch was einfällt, in die Kommentare, welches Gesichtstattoo soll er sich machen? Na gut, zu mir wird wahrscheinlich eher sowas wie eine Träne passen oder sowas. So. Nein. Aber auch richtig oldschool. Solltest du dir... Du hast ja noch die Narbe von dir wahrscheinlich, gell? Hallo, willst du nicht hier reinreden? Wir sind im Interview. Weiß nicht mehr, wo ich dran war. Weißt du denn schon dein nächstes Tattoo oder hast du schon den nächsten Termin? Ist auch spontan. Überhaupt noch nicht. Also dann habe ich ehrlich gesagt momentan überhaupt keine Motivation dazu. Also ich habe mir vor einer Weile erst wieder die Finger machen lassen. Ja. Das sind so Geschichten, die gehen schnell. Tun saumäßig weh, aber gehen schnell. Ich habe vor, mal wieder ein anderes Bein machen zu lassen, aber... Also so mit dem Alter, da hat man wirklich weniger Motivation dahin zu gehen, habe ich so das Gefühl. Und mit dem Alter, das klingt jetzt viel schlimmer als es. Ich rede gerne über mein Alter. Vielleicht, weil dann immer alle sagen, du bist doch gar nicht so alt. Richtig. Guter Trick. Hast du dieses Jahr noch irgendwelche besonderen Pläne oder möchtest du noch was Bestimmtes erzählen über dich? Oder habe ich alles gefragt und dir wird langsam langweilig? Ach, wenn es nicht so intim wird, dann hast du schon alles gefragt, ja. Dann frage ich den Rest, wenn die Kamera aus ist. Dann muss ich dich nur noch mal knuddeln und hast du es geschafft. Na dann, gib ihm.